ist noch immer traurig, dass sie das große Umstyling verpasst hat. Ich hätte gern eins gehabt. Ja. Ich glaube, ich hätte auch eins gehabt. Ich glaube auch, weil die aus dir so aus dem lieben Mädchen dann noch irgendwas so rausgeholt hätten. Aber du willst auch abhaben. Also ich finde es kurz sehr cool, aber auch nur so ein bisschen, vielleicht so stufig und cooler Pony oder sowas. Irgendwas peppiges. So ein dünnen Pony. Also weil ich meine, so lange braune Haare sind halt so ein Stunny. Weißt du, so ein... Von mir haben hier schon so viel Milch mit langen Haaren. Ja, genau. Deswegen dachte ich eigentlich auch, sie schneiden Juliana, Anita. The Long Hair Staffel. Ja. Deswegen dachte ich bei mir wenigstens mal so ein kleiner Cutty oder so. Aber nein. Vergleich da muss mal. Ich dich leider enttäuschen. Oder etwa doch nicht? Hi! Hallo! Hi, hallo. Schön dich zu sehen! Ja, schön dich zu sehen. Weißt du, was wir gemacht haben, während du in Quarantäne warst? Ja. Letzte Woche? Umstyling. Das große Umstyling. Ich war nicht Und du dabei. Hast es leider verpasst. Bist du traurig? Ja. Ich wollte eine neue Frisur, Heidi. Du musst nicht traurig sein, denn das holen wir heute nach. Wirklich? Ja, wirklich. Denn ich hatte mir sowas Schönes für dich überlegt. Und ich konnte es nicht glauben. Gerade du hast an dem Tag gefehlt. Deswegen würde ich dich gerne jetzt umstylen. Oh mein Gott. Und danach erst das Foto schießen, okay. Damit du auch wirklich so aussiehst, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Oh, ja? Cool. Bist du bereit? Ja. Ja, dann ja, komm, ja. Nimm Platz. Du bist für alle Schandtaten bereit? Ja. Ja? Ich hoffe. Also ich habe nicht damit gerechnet, auf keinen Fall, dass ich jetzt noch ein Umstyling bekomme, last minute. Aber cool, also ich freue mich sehr. Also das Schlimmste wäre ganz kurz, also ganz, ganz kurz, dass ich nicht mal mehr meine Haare so, dass ich keine Haare mehr habe. Yes. Lachst schon so, Heidi. Nein, das ist total keine Schadenfreude, ich freue mich total. Und ich fand es wirklich, ich konnte es nicht glauben, als sie mir erzählt haben, Inka ist leider nicht dabei. Ja. Weil ich fand das ein bisschen langweilig. Ich finde, ja. Du gehst so ein bisschen unter in der Masse. Mhm. Ich möchte gerne, dass du ein bisschen Pops rausstehst. Ja. Und deswegen wollten wir schon was Extremes auch jetzt gerne mit dir machen. Aber was Extremes, ja? Ja. Okay. Aber du sagst einfach okay und du bist fein damit. Ich sag okay. Ja? Wird das so Vanessa-mäßig? Nee. Nee? Nee. Okay. Ich hab ein bisschen Schiss jetzt. Aber ich vertraue der Heidi da mal, dass sie was Gutes gemacht hat. Das finde ich gut. Das freut mich. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Off it goes. Yippie, it's gonna be fabulous. Oh mein Gott, meine yes. Haare. Sieht gut aus, oder? Danach? Danach, Heidi, du musst mir sagen, dass es gut aussieht. Meine Finger are crossed. Mm-hmm. Also so lang ist das no. ja nur auch schon wieder nicht. Das sind noch, wie, was ist denn das, 20 Zentimeter oder so? Nein, vielleicht 30. 10 Jahre. 40 vielleicht? 40. Meine Mama und mein Papa wollten immer, dass ich eine Kurzhaarfrisur habe. Aber okay. ich wollte das nicht. Ich habe immer gesagt, nee, ich wollte so... Die haben recht gehabt, die Eltern. Mein Papa freut sich. Wenn er das sieht, er freut sich. Ja, oder? Ja. Mein Papa ist plastischer Chirurg und meine Mama ist Lehrerin. Also wenn ich jetzt zu meinem Papa gehen würde und sagen würde, Papa, kannst du mich mal operieren vielleicht? Hatten wir auch schon mal das Thema. Vor allem mein Papa ist da kein Fan von mir. Er sagt immer, bist schön so, wie du bist. Und ja, irgendwann ist man das auch. Ich glaube, das braucht Zeit und denkt man sich irgendwann, ja. Ich habe kleine Brüste, aber und? Ist doch egal, ist doch cool. So. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich so aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin und dass halt meine Familie mich immer unterstützt hat. Die dann sagen, ey, scheiß drauf, was andere sagen. So, mach dein Ding und ich, das ist wichtig und dafür bin ich sehr dankbar. Okay, weil ich euch ja auch jetzt nicht stressen möchte, mache ich jetzt mit der nächsten weiter. Damit okay. ihr euch schön Zeit lasst, damit das auch richtig, richtig toll wird hier. Okay? Okay. Viel Spaß, viel Erfolg. Danke, viel Erfolg, ja. Das wird ja jetzt ein bisschen dauern, bis Inka fertig ist. Wir haben ja auch noch Farbe, die wir noch drauf machen später. Und deswegen fotografiere ich jetzt fröhlich weiter mit der nächsten. Und dann, wenn Inka fertig ist, kann sie dann dazu stoßen. Findest du das, Inka? Gut. Inka.